Wir besuchen heute den Unterbarmer Friedhof in Wuppertal. Dieser Friedhof ist ein besonderer Ort. Er ist zunächst ein Ort des Lebens. Das klingt seltsam, ist es aber nicht. Denn auf dem Friedhof ist in der Tat viel Leben zu beobachten. Nicht nur blühende Grabstätten, auch Kleintiere, die man sehen kann, sondern die Grabsteine erzählen Lebensgeschichten. Gehen Sie mit, schauen Sie selber. Wir sind hier auf einem Friedhof, der 1822 von der Vereinigten Evangelischen Kirchengemeinde Unterbarmen gegründet wurde. Wenn man sich umschaut, dann merkt man, es sind nicht nur einfache Grabstätten, sondern es sind auch richtige Denkmäler auf diesem Friedhof. Hier zum Beispiel mit über 4 Metern Höhe eine herausragende Grabstätte. Wir kommen hier an einem etwas unscheinbar wirkenden, gusseisernen Grabdenkmal vorbei. Es ist eines der ältesten Grabstätten hier auf dem Friedhof von Wilhelmine Berg, die verstorben ist im März 1827 und hier ihre letzte Ruhe gefunden hat. Auf diesem Friedhof haben auch Prominente ihre letzte Ruhe gefunden, so zum Beispiel die Familie Engels. Friedrich Engels Senior hat hier seine letzte Ruhe gefunden. Hier ist die Grabstätte, sein sehr bekannter Sohn, an dessen 200. Geburtstag man in diesem Jahr erinnert, Friedrich Engels. Das ist ein Name, der weltbekannt ist. Friedrich Engels Senior war Presbyter in der Unterbarmer Kirchengemeinde, hat sozusagen ein Stück Kirchengeschichte geprägt. Sein Sohn hat Weltgeschichte geprägt mit seinen politischen Ideen. Er hat allerdings seine letzte Ruhe nicht hier gefunden, sondern in London, wo er 1895 beigesetzt wurde. Wenn wir uns jetzt in einem Stadtteil bewegen würden, würde man sagen, das hier ist eine bevorzugte Wohngegend. Wir sind nun hier auf einem Friedhof und wenn man sich jetzt hier die Grabstätten anguckt, dann merkt man, das sind sehr wohlhabende Menschen und die wollten auch nach ihrem Tod zeigen, dass sie es im Leben zu etwas gebracht haben. Insofern sehen wir hier wirklich imposante Grabstätten, gigantisch, so könnte man fast sagen. Aus der Nähe betrachtet sieht man, wie beeindruckend das ist. 4,5 Meter hoch, 6 Meter breit. Hier Löwenfüße als Symbol auch noch sehr eindrücklich gestaltet. Auf einem evangelischen Friedhof gibt es eigentlich feste Spielregeln. Verwandt werden dürfen nur christliche Symbole. Wenn man sich jetzt umschaut, dann sieht man an einzelnen Stellen ging es auch anders. Hier sieht man eine Sphinx. Und das sind ja nicht christliche Symbole, aber offenkundig, wer im Leben Gewicht hat, konnte dann auch das organisieren, dass ein solches Denkmal dann auf seiner Grabstätte zum Stehen kam. Die Grabsteine auf dem Friedhof erzählen auch von der Lebenshaltung der Menschen, von ihrer Einstellung zum Leben, von ihrem Glauben, von dem, was ihnen Hoffnung gibt. Hier auf einem sehr großen Grabmal lesen wir einen Vers aus Jesaja 43, Vers 1, den man bis heute immer wieder bei Beerdigungen auch hört. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also Grabsteine sagen etwas über die Lebenshaltung aus und sie predigen auch ein wenig. Hinter mir sieht man eine Grabstätte, Pforte zur Ewigkeit. Ein eindrückliches Bild, in dem sich auch die Hoffnung der Menschen auf die Auferstehung und auf das ewige Leben dokumentiert. Manchmal kommt es ja auf Details an. Wenn man sich umschaut, hinter mir sieht man das einzige in Wuppertal noch erhaltene Mausoleum auf einem Friedhof, hier eben auf dem Unterbarmer Friedhof. Mit diesem Mausoleum baulich verbunden sind auch Figuren aus der Nibelungensage in Stein gehauen. Eigentlich ganz und gar untypisch für einen evangelischen Friedhof, aber hier bei der Grabstätte von Karl Tölle hat man eine Ausnahme gemacht. Es war ein wohlhabender Mensch aus Barmen.
Im 19. Jahrhundert wurde Wuppertal schnell größer und so wuchs auch dieser Friedhof immer weiter das Tal hinauf. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung, diese steilen Hänge, die Sie hinter mir sehen. Und das ist bei Beerdigungen für den Pastor, für die Sargträger insbesondere, aber auch für die Trauergemeinde eine echte konditionelle Herausforderung, wenn man hier diese großen Steigungen hinaufgehen muss. Hier im oberen Teil des Friedhofs, Sie sind fast ganz oben am Ende, der Übergang zur Kaiser-Friedrich-Höhe. Hier ruhen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Vereinten Evangelischen Mission, früher Rheinische Mission, tätig waren. Menschen, die in aller Welt unterwegs waren und die frohe Botschaft vom Evangelium in Indonesien, in Namibia, anderen Menschen weitergegeben haben. Diese Gräber findet man an dieser Stelle. Friedhöfe erzählen auch immer ein Stück Stadtgeschichte. Dieser Friedhof tut das auch. Hier in diesem Teil des Friedhofs, wenn man sich umschaut, sieht man fast auf allen Grabsteinen die Jahreszahl 1943. Das ist ein Hinweis darauf, dass 1943, Ende Mai beim Barmer Angriff, viele Menschen, fast 5000 Menschen, den Tod fanden und eine ganze Reihe von Menschen sind hier beigesetzt worden. Vielleicht denken Sie, himmlisch reisen und dann einen Friedhof besuchen, ist eigentlich eine ziemlich verrückte Idee. Vielleicht habe ich Ihnen ein bisschen Lust gemacht darauf, diesen Friedhof zu besuchen, denn es ist ein Ort, an dem sehr viel Leben zu spüren ist. Man sieht zugewachsene Wege, Treppen, die scheinbar ins Nichts führen. Man sieht viel Pflanzen, hört Vogelstimmen. In der Ferne hört man die Geräusche der Stadt. Man kann an vielen Orten zur Ruhe kommen. Und wenn man sich hier bewegt und auf die Grabsteine schaut, sie erzählen viele Lebensgeschichten. Also der Friedhof ist schon ein Ort, wo man hinreisen kann, himmlisch reisen. Da ist dieser Unterbarmer Friedhof durchaus eine gute Adresse.